Fallout Shelter. Bethesda Game Studio präsentiert Fallout Shelter. Fallout Shelter, ein Spiel eigentlich für das Tablets und Mobile Geräte erstellt. Er hat es jetzt auch auf den Weg, hat jetzt auch seinen Weg auf den PC gefunden, und zwar Fallout Shelter. Ich erstelle einen neuen Vault. Du musst die ID meines Vaults überlegen. Überlege gut, denn die ID lässt sich natürlich nicht verändern. Okay, ich nehme eine Nummer, die ich lustig finde, weil das lustig ist. Okay. Und erstellen. Ich stelle nicht den Überlebensmodus ein, denn Leute, ich habe mich zum Aufseher von Vault 619 ernannt. Der Vault schützt die Leute vor den Gefahren des Entlandens. Als Aufseher musst du die Vault erweitern und erhalten, sowie für die Zufriedenheit und Sicherheit der Bewohner sorgen. Jeder Raum benötigt ein Special-Attribut. Bewohner mit diesem Wert werden dort glücklich und produzieren zusätzliche Ressourcen. Vortec vergibt täglich Leistungsbewertung. Denk daran, du musst deine Bewohner glücklich machen und motivieren. Räume, die am weitesten von einer Energiequelle entfernt sind, werden zuerst abgeschaltet. Ganz wichtig für das, was sich jetzt im Tutorial da bietet, denn ich habe das auf dem Tablet schon ein paar Mal gespielt. Ich bin der neue Aufseher in einem neuen Vault und das sind die Grundlagen. Bauen wir zuerst einen Raum. Klick auf das Hammer-Symbol, um Baumenü zu öffnen. Ich brauche einen Generator, den werde ich bauen. Und hier unten. Der jetzt hier schön ist und schön dasteht, doch um den betreiben zu können, brauchen wir Bewohner. Die stellen sich jetzt nämlich vor die Tür. Neue Bewohner sind an der Tür zur Vault aufgetaucht. Schauen wir uns die Statistik des Bewohners an. Klicken zum Bewohner. Der hier hat zum Beispiel Stärke, das heißt, der kann wunderbar hier drin arbeiten, denn wir brauchen dafür Stärke. Sie. Weil sie jetzt einen zweiten Bewohner den Generator umzuzünden und klicken, hat ihn nur hat nur einen Stärke, ist nie so ideal. Also wenn ich die Bewohner über den Raum halte, dann wird das angezeigt, was die halt dazu beitragen, dass es besser läuft. Und wenn da Zahlung steht, ist das gut, wenn ihr da einsteht, ist das schlecht. Weil sie hat, glaube ich, eher. Jetzt arbeiten die Bewohner in den Raum. Jetzt arbeiten die Bewohner und der Raum produziert Ressourcen. Klicke doppelt im Raum, um die irgendwie anzukaufen. Alice und Christian. Wenn du unbedingt mehr Ressourcen brauchst, kannst du den Tempo-Modus nutzen. Ja, den Tempo-Modus. 33% Unfallgefahr, ich hoffe das Beste und es geht los. Olli! Sehr gut, du hast das erste Tempo-Modus abgeschlossen und Kronkorken gesammelt. 33, die man nicht sieht, weil mein Gesicht davor ist. Ich baue den zweiten Raum und zwar ist das deiner. Damit die Leute das zu essen kriegen. Und wir bauen noch einen weiteren Raum, das wäre die Wasserbehandlung, damit wir auch was sehen. Gute Arbeit, du hast ja das Nahrung und Wasser für den Wort. Achte auf die Anzeigen, um den Ressourcenbedarf zu bauen. Hier oben brauche ich mehr Strom. Ich brauche mehr Essen und ich brauche was zu trinken. Weitere Bewohner sind an der Tür zur Wort aufgetaucht. Ich kenne die Grundlage und baue den Bauwort aus. Zum Beispiel gucke ich mir ihn an. Er hat nichts Besonderes. Er hat auch noch nichts Besonderes. Sie hat. Glück brauchen wir noch nicht. Aber P-Kanal. P ist gut. P brauche ich für die Wasseraufbereitung. Du hast A. A brauche ich für die Aufmerksamkeit. Die beiden seien zu gehen. Und schon habe ich meine erste Zwischenaufgabe abgeschlossen. Erreiche Ziel, um Kronkorken zu verdienen. Klicke auf das Schleifensymbol, um deines Ziel anzusehen. Der Pip. Hier gibt's hinter mir diese Starter-Packs, beziehungsweise solche Packs, die man natürlich kaufen kann, weil es ist ja immer noch ein Free-to-Play-Spiel. Dann gibt es hier die Karten,
Ich brauche das Aufseher und die Questliste. Okay. Aufseherlabor ist neu für mich. Und das sind die Tagesaufgaben. Ich schicke einen Bewohner zu Irland, ich sammle 40 Wasser und ich führe die Tempomodus nach Fabrik in einem Augenblick. Du kannst Bewohner zur Erkundung ins Irland schicken, das würde ich auch noch machen. Mein Inventar. Ich habe keine Waffen, ich habe keine Outfits, ich habe keinen Schrott. Ich habe keine Haustiere, weil es ist ein neuer Vault. Da ist noch nicht so viel los. Okay, du kannst dich nützlich machen, wenn du auch willst. Du kannst dich nützlich machen, indem du zu May gehst. Was auch von anderen ist. Okay, du bleibst noch da stehen. Du kannst dich nützlich machen, weil du Aufmerksamkeit hast. Nee, hast du nicht. Du sollst keine Aufmerksamkeit. Du hast doch 2 A. Achso, weil das voll ist. Du hast kein P, du hast P. Du hast P, deswegen kannst du nach P gehen. Und wenn ich dich hier reinsetze, habe ich einen mehr. Das hat sie da nichts zu tun, sie setzt sich dann in die Charisma. Abteilung? Wenn Männlein und Weiblein hier zusammensitzen, dann machen sie kleine Kinder. Kann ich nichts für, hat die Natur so eingerichtet, damit ihr Wort voller wird. Soweit so gut. Da sie jetzt nichts zu tun hat und irgendwie auch nur Glück hat. Oh, P hat sie. Ändert aber nichts, hier ändert sich überhaupt nichts. Ich schicke sie jetzt raus. Ich würde ihr gerne irgendwas mitgeben, aber hat nichts. Ich würde ihr ein Tier, Haustier beigeben, aber sie hat nichts. Was ist denn Bonus? Hat auch nichts. Okay, ja, cool. Hast du deine Wohnung aus, bevor du sie loslegst? Dann, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Intelligenz! Intelligenz brauche ich später. Du hast jetzt den letzten... Du hast den letzten verfügbaren Platz für Bewohner im Wald benutzt. Bau mir Baracken, um weitere zu kriegen. Okay. Zerstöre Fels und Wald, noch die Chance zu bauen. Ja, ich weiß. Da wollte ich aber gar nicht hin. Ich wollte da auch nicht hin. Ich wollte erstmal alles einsammeln, damit das hier auch wieder voll wird. Ja. Ich weiß. Ich wollte jetzt einen Tempomodus ausführen auf Now. Um das auch wieder nicht zurück zu haben, denn vielleicht gibt es einen Unfall und es brennt. Es gibt einen Unfall und es brennt. Unfälle können durch einen fehlgeschlagenen Tempomodus oder zu verlieren. Am Raum auftreten, die Bewohnerraum kümmern sich automatisch um die Unfallbekämpfung. Mit der Unfallbekämpfung verlieren die Bewohner Gesundheit. Scheitern sie, breitet sich der Unfall in einigen Räumen aus. Oder wenn halt keiner drin ist und es fängt an zu brennen, dann kriegt der nächste auch noch was davon. Ja, nützlicher Tipp. Ich weiß, ich kenne die ganzen Tipps ja schon. Ich habe es ja ein paar Mal schon gespielt. Deswegen kriege ich jetzt erstmal hier drauf, weil ich habe neue Aufgaben. Ich werde erreiche eine höhere Stufe mit einem Bewohner. Kriege ich auch noch hin. 40 Wasser kriege ich auch noch hin. Und es gibt jeweils diese Lunchbox. Damit es dann weitergeht. Aber erstmal brauche ich mir eine neue Baracke hier aus. Damit hier mehr Leute drin wohnen können. Die Räume können bis zu 3 groß werden. Und helfen. Hier ist übrigens eine Liste von meinen Bewohnern. Sie erkundet, er ist ein Generator. Sie ist, er ist ein Generator, sie ist ein Diner. Er ist bei der Wasserbehandlung, sie ist bei der Wasserbehandlung und er ist auch bei der Wasserbehandlung und er hängt in den Barren. Hier steht auch, wie happy die sind. Was auch wichtig ist, weil die hier sind 50%. Irgendwie ist da nicht genug. Aber das wird noch besser und sie ist schon 2 Minuten an der Kunde. Aber zusätzlich Lagerräume und Level Up habe ich vergessen. Ebensen geht's gut, er levelt ab. Nein. Eine höhere Stufe und dafür kriege ich eine Lunchbox. Du hast eben eine Lunchbox erhalten. Du hast Lunchbox für den Pitboy und guck dir an, was du gekriegt hast. Und zwar kriegen wir hier, auf der ersten Karte. Dreieckig gefaltete Flagge. Schrott. Stimpack. Kronkorken und ein
Flamme. Erhöht das Charisma. Und ein Scharfschützengewehr. Das ist gut. Dann kann ich nämlich. Abgesehen von Nahrungsmittel eigentlich einsammeln. Ich nehme ihn hier. Also ich nehme ihn hier. Und ihn hier. Ich nehme ihn hier und schicke ihn auch raus. Mit dem Stimpack und dem rostigen Schrotgewehr. Viel Spaß draußen. Was hast du denn drauf? Charisma. Wenn ich zwei Männer zusammen im Charisma stecke, dann kann ich da nichts mehr drauf. Da bist du nichts, du bist nichts. Ach komm, ich nehme dich mit. Ah, deshalb heißt es also Ödland, weil es so öd ist. Gut, ich möchte Generator ausbauen. Ich brauche das Diner größer. Und natürlich brauche ich die Wasserproduktion größer, aber ich habe zu wenig Konkurrenten. Schade. Dann hilft mir auch nicht, dass er levelt, oder? Denn für jeden Level-Up kriegt man mehr Kronkorken. Für geschaffte Aufgaben kriegt man mehr Kronkorken. In diesen anderen Dingen kriegt man Kronkorken und man kriegt halt überall Kronkorken um die Ohren geschmissen. Sie hat kein Charisma, aber ich kann ja ihren Schlafanzug anziehen. Schon hat sie Charisma. Ah. Das sieht ja richtig gut aus jetzt. So, wenn die sich richtig gut verstehen, sprechen die sofort miteinander, führen tiefgreifende Gespräche. Naja. Und der Himmel will wissen, wann du wieder nach Hause kommen musst. Der Himmel will wissen, wann du wieder nach Hause kommst. Jennifer und Roger. Endlich sind wir allein. Hihihi, ich habe fast schon 50 Wasser gesammelt. Und ich guck mal, wie es meinen Leuten unterwegs geht. Alice West kommt wieder zurück. Schließen. Und der andere? Wo ist er? Den lasse ich länger laufen, weil der hat eine Waffe dabei. Ja, wenn Sie erkunden, brauchen Sie 10 Minuten hin und 5 Minuten zurück. Oh, wow. Genau. Ich muss eine Wasserversorgung erweitern, dann 125. Okay, das sollte nicht mehr lange dauern. Und dann werde ich die Vault weiter ausbauen. Ich weiß schon, dass ich mich darauf freue, dass hier ein neuer wird. Der kann P, das ist gut. Darf der nämlich hier auf das P rein? Sie geht mit in die Baracke. Einfach nur damit sie irgendwo ist. Und sobald ich P ausgebaut habe, kommt da wieder einer mehr rein. Oder nicht. Oder gucken. Weil in einen können, glaube ich, zwei, im Zweierpack können vier. Stimmt das? Ja, genau, zwei können vier. Und wenn ich noch einen dritten dran baue. Was glaube ich das Maximum ist, sind es noch einer mehr. Und ich glaube, die beiden legen jetzt los. Wir gehen nach hinten, endlich sind wir allein. Naja. Racker, racker. Und freuen sich. Er kommt raus, strahlt über beide Backen und sie ist gleich voll beladen. Tja, so kann es gehen. Man geht in einen Raum, freut sich und kommt dann wieder raus. Und sammelt nebenbei Wasser ein. Brauchst du zwei oder drei Räume des Typs nebeneinander, verbinden sie sich zu einem größeren? Ja, das stimmt. Okay, hast du eigentlich A oder so? A. Dann kann ich sie ja mal kurz hier reinstellen.
Dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr A und er macht hier einen auf Kraftmeier, dann holen wir das Mädchen schon und sie ist in Mutterschutz erstmal. Und da kommt noch jemand. Hallo. Mein Bruder, du heißt Intelligenz und P. Dann gehst du erstmal hier ins A. Raum entriegelt. Das ist gut. Sammeln. Schließen. Kannst du stark sein? Nein. Aber du kannst aufpassen. Und er nicht mehr. Dann heißt er stark sein. Okay. So langsam habe ich die ganzen Leute hier richtig so sortiert. Ich habe die Möglichkeit, die Wasserbehandlung zu bauen. Also ich auch nutze, damit sie da rein kann. Nein. Okay. Die Tricksen, ich gucke über die Special-Attribute nach Beweglichkeit. Achso, ja, P brauche ich. Wahrnehmung. Wasserbehandlung. Und so Wasserbehandlung. Jeder Raum braucht Energie, ja, danke. So, jetzt haben wir hier genug Leute drin. Ich kann einen neuen Raum abbauen, und zwar wäre das Lagerraum. Brauche ich aber derzeit nicht, denn sie hat, glaube ich, nicht so viel mitgebracht. Waffe, Statistiken, alle, die hat sie gar nichts mitgebracht. Gut, das heißt, sie trägt aus, die hier, das kümmert sich ums Essen. Die hier kümmern sich ums Wasser, die kümmern sich um Energie. Und dann baue ich, soweit ich kann, weiter aus, um es den Leuten noch gemütlicher zu machen.